Herzlich willkommen zu einem weiteren Mayerli Tech Video. Heute haben wir wirklich zwei ganz besondere Geräte hier auf dem Tisch liegen und wir kämpfen mal wieder gegeneinander, Marco und ich. Ich bin Team Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Und ich bin Team Xiaomi Mi 11 Ultra, auch 5G übrigens, aber ich glaube, es steht gar nicht im Namen. Und wir fanden den Vergleich einfach mal super interessant, vielleicht seht ihr es ja genauso, weil ich habe hier ein 399,90 Euro Smartphone und Marco hat ein 1199 Euro Smartphone. Das kleinste Xiaomi gegen das größte Xiaomi sozusagen, auch von den Specs her, eventuell, gucken wir gleich. Mal gucken, man könnte ja mit dem Mi 11 Lite 5G ungefähr 3 Smartphones sich kaufen, also dreimal das Mi 11 Lite 5G oder man kauft sich einmal das Mi 11 Ultra. Reicht dann vielleicht auch das Mi 11 Lite 5G? Die Frage wollen wir heute beantworten. Ganz genau. Und wenn ihr solche Vergleiche und natürlich auch viele weitere Vergleiche, wir vergleichen natürlich auch Smartphones, die im gleichen Preisbereich sind, nicht verpassen wollt, dann seid so lieb, abonniert unseren Kanal, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert. Das ist ja immer sowas, was ich immer wieder vergesse. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Aber jetzt zu den Smartphones. Normalerweise fangen wir mit MIFA-Umfang an. Das ist beim Ultra ein bisschen schwierig, weil es sind aktuell noch Testgeräte. Du hast zwei Ultras in einem Karton gehabt. Deswegen habe ich einfach mal zwei Ultras hier, so als Gegengewicht zu deinem. Da hast du gewonnen, auf jeden Fall dann. Leid hier. Nein, also es gibt offiziell noch keinen Lieferumfang, aber was enthalten sein wird beim Ultra ist auf jeden Fall ein Netzteil hier in Europa, natürlich auch ein Daten- und Ladekabel, Papierkram, SIM-Karten, Nadel. Wahrscheinlich auch eine Hülle. Genau, eine Hülle ist auch auf jeden Fall dabei. Eine Hülle gibt es hier ebenfalls, auch eine Silikonhülle. Nehmen sich vom Aufbau her nicht viel. Ich habe hier aber ein 33 Watt Netzteil drin und du hast sogar ein 67 Watt Netzteil enthalten. Ja, also könnte man sich jetzt schon denken, so okay, welches Smartphone lädt schneller? Kommen wir aber gleich nochmal bei der Akku-Kategorie dazu. SIM-Kartennadel gibt es ebenfalls, Papierkram, USB-A auf USB-C, Ladedatenkabel, wie du auch. Und das war es an sich. Genau, so viel also zum Lieferumfang. Da sind sie vergleichbar, da gibt es keine Vor- und Nachteile. Genau, eine Sache fällt mir gerade noch ein und ein USB-C auf 3,5 mm Klinkenadapter ist ebenfalls dabei bei meinem Smartphone sowie auch bei deinem Ultra-Smartphone. Genau, was Raoul darauf hinweist, dass wir keine Klinkenanschlüsse haben, aber zum Rahmen kommen wir gleich nochmal. Ich würde sagen, wir gucken erstmal ganz kurz Design und Rückseite an. Also designtechnisch ist es natürlich sehr, sehr Geschmackssache. Also es sieht auf Bildern schlimmer aus, finde ich, als es in Natura ist. Aber es ist schon ein nicht unwesentlicher Kamerabumper hier auf der Rückseite. Also es ist schon ein ordentlicher Rucksack. Guck doch mal den Unterschied. Das dickste Smartphone gegen das dünnste Smartphone. Ich glaube noch nicht mal auf Xiaomi bezogen, sondern auf alle Smartphones was bezogen, die aktuell jedenfalls so rausgekommen sind. Wie dick ist deins nochmal? 8,4 mm, aber auch ohne den Kamerabumper. Ne? Also der kommt nochmal drauf und gefühlt ist der mindestens nochmal 50% so dick wie das Smartphone selbst. Also man ist insgesamt auf jeden Fall über einem Zentimeter. Ganz und sicher. Mein Mi 11 Lite 5G heißt nicht nur Lite, weil es vielleicht von den Specs Lite ist, sondern auch vom Gewicht und von der Maße her. Denn 6,8 mm dünn ist dieses Smartphone nur. Und das ist schon sehr, 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 sehr dünn. Und 159 Gramm leicht. 159 Gramm ist ein Fliegengewicht. 234 Gramm. Auf jeden Fall eines der schwersten. Ich glaube nur das Asus ROG Phone war 239, ne? Glaube auch, das ist ein paar Gramm schwerer gewesen, aber das hier ist schon ein Heavy Boy, ne? Also ist schon ein ordentliches Gerät. Und das Mi 11 Lite gibt, oder Mi 11 Lite 5G, weil es gibt übrigens auch noch ein Mi 11 Lite 4G, solltet ihr auf jeden Fall darauf aufpassen, weil da gibt es gewisse Unterschiede. Beim Mi 11 Lite 5G gibt es schöne Farben wie dieses Gelb zum Beispiel. Du hast hier nur Schwarz und Weiß, meiner Meinung nach. Aber ich kann sie wenigstens gleich beide präsentieren hier. Übrigens Keramikrückseite. Glasrückseite. Flache Rückseite bei mir. Ja, bei mir ist gebogen hier an den Seiten, aber ist auch egal, weil das Geile ist, dieser riesen Kamerabumper hat natürlich auch einen riesen Vorteil, wenn man jetzt hier eine Tastatur hat, ist die schon angewinkelt. Man kann direkt hier so lostippen. Also ja, das zeigt mir mal ein Smartphone, was die Tastatur mit anwinkeln kann. Ich glaube, das ist das Ultra, das einzige Smartphone auf der Welt, was das kann. Das stimmt, da hast du recht. Aber das Coole ist bei Mi 11 Lite 5G, dass der Kamerabumper fast gar nicht aus dem Gehäuse rausguckt. Deswegen kann man das hier auch super auf den Tisch bedienen, ohne dass hier irgendwas wackelt. Ja, gut, grandios. Genau. Kann ich auch, aber halten, weil es angewinkelt ist. Genau, also wie gesagt, Kamerabumper ist schon sehr, sehr deutlich. Ich habe trotzdem nur drei Kameras hier auf der Rückseite drin, auch wenn dieser Kamerabumper so riesig ist. Aber ich habe hier noch ein kleines Mi Band 5 Display mit eingebaut. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Damit kann ich nicht dienen. Ich habe nur ein Kamerasystem oder Kamerabumper mit insgesamt auch nur drei Kameras verbaut. Welche, dazu kommen wir auch gleich. Aber es ist schön dünn. Wie gesagt, guckt fast gar nicht aus diesem dünnen Gehäuse heraus, im Gegensatz zu dir da. Ansonsten habe ich hier noch einen Kunststoffrahmen übrigens. Also oberste Schicht ist jedenfalls aus Kunststoff. Und der ist abgerundet. Das heißt, wenn ihr das mal von so einer Hand haltet, dann merkt ihr fast gar nicht, dass die Rückseite flach ist. Deine flache Rückseite ist übrigens auch so leicht matt, was ich sehr, sehr cool finde. Währenddessen das hier schon recht schnell zu einem Schmaddelfest wird.
ist das hier relativ unproblematisch. Auch nochmal sehr, sehr cool. Ja, sehr guter Punkt. Ich finde, also aktuell ist das 399-Euro-Smartphone irgendwie fast dem hier überlegen. Wir schauen mal weiter. Also ich habe zum Beispiel einen Metallrahmen, ja, deswegen hier auch Antennenbinder, die das wunderbar beweisen. Ich habe einen Power-Button und eine Lautstärke-Wippe auf der rechten Seite. Ich habe einen Power-Button mit integrierten Fingerabdruckscanner. Also hier schon wieder ein Punkt für mich. Ne? Ich habe hier ein bisschen mehr auf der rechten Seite und eine Lautstärke-Wippe. Oben habe ich ein internes Mikrofon auf der linken Seite, glaube ich, und ein Infrarotblaster auf der rechten Seite oder andersherum, irgendwie so. Ich habe übrigens eine flache Oberseite, auch eine flache Unterseite, aber hinstellen des Smartphones ist ein bisschen schwierig, weil der Kamerabumper doch ein bisschen Übergewicht hat auf der einen Seite, aber ich habe hier einen von zwei Lautsprechern, Harman Kardon Lautsprecher übrigens, steht hier auch wunderbar drauf, da habe ich ein internes Mikrofon und einen Infrarotblaster auf der Oberseite, übrigens wieder Antennenbänder nochmal, weil Metallrahmen. Ja, 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 so. Weil du gerade Lautsprecher erwähnt hast, übrigens, ich habe zwar keinen zweiten oder keinen Lautsprecherausgang auf der Oberseite, aber trotzdem Dual Speaker, weil es kommt der Ton auch aus der Hörmuschel hier bei mir, ne? Die braucht nicht extra hier so Löcher reinbohren, wozu? Nichts, auf der linken Seite wird ja auch nicht, ne? Genau, auch nichts. Und auf der Unterseite habe ich den SIM-Kartenschacht, 5G-fähig, aber das sind wir ja auch beide, ein USB 2.0 USB-C-Port, ein internes Mikrofon und den zweiten meiner beiden Lautsprecher. SIM-Kartenschacht, internes Mikrofon, USB-C 2.0-Anschluss und ebenfalls noch einen Lautsprecherausgang. Gucken wir doch jetzt einfach mal in den SIM-Kartenschacht hinein. So, und das, was mir als erstes beim SIM-Kartenschacht auffällt, ist, dass ich eine Gummiabdichtung habe, denn mein Smartphone ist IP68 gerated. Also ich kann damit tauchen gehen. Okay, das Mi Air Flight 5G ist nur IP53 gerated, aber immerhin an der IP35-Zertifizierung. Also hier so ein bisschen Sprühwasser, Spritzwasser ist auf jeden Fall kein Problem. Und ich habe es auch schon mal im Regen benutzt. Tut mir leid, Xiaomi ist ja nur ein Testgerät. Ich habe es aber auch im Regen benutzt, weil es hat draußen geregnet und es hat funktioniert. Es geht immer noch. Genau, feuchte Aussprache hält es übrigens auch aus. So, ich kann zwei... Danke, bin ich. Entschuldigung. Ich kann zwei Nano SIM-Karten einlegen. Das funktioniert hier. Mehr keine nicht? Speichererweiterung, nein. Ah, aber ich habe ja auch ganz viel internen Speicher. Weißt du, du hast so ein dickes Smartphone, da wäre Platz für 5 SIM-Kartenschächte mit 5 Speichererweiterungen theoretisch. Ich habe so ein dünnes Smartphone und kann 2 Nano-SIM-Karten hineintun oder eine Nano-SIM-Karte plus eine Speichererweiterung. Bei diesem kleinen SIM-Kartenschacht ist sogar eine Speichererweiterung jetzt mit drin. Eine Micro-SD-Karte, kein Problem. Bei dir würde sogar eine SD-Karte reinpassen, aber ist auch nicht mal das fähig. Ach, schlecht. So, und dann kommen wir mal zur Front. Wir haben ja beide AMOLED-Displays, was erstmal schon mal total toll ist. Ja? Ich habe hier einen Saturn. Ich habe jetzt den Berger, aber ich kann mir auch den Saturn dahin packen, wenn ich das möchte. Meine Seiten sind übrigens leicht abgerundet. Du bist so total flach unterwegs, habe ich gehört. Das mögen die Leute aber. Ihr könnt mir super gerne in die Kommentare schreiben, was ihr lieber habt. Curved oder flach. Ich habe hier ein schönes, flaches Display. Also zu meinen Kurven muss man ja sagen, die sind so dezent, dass sie nicht negativ auffallen. Also es gibt jetzt irgendwie keine störenden Lichtreflektionen oder ähnliches oder aus Versehen Berührungen hier am Rand, sondern es ist wirklich ganz fein, nur hier außen. Aber oben und unten und an den Seiten, also da gibt es überall so eine leichte Abrundung hier. Deswegen verschwinden meine Ränder. Ja, da hast du vollkommen recht. Können wir uns auch nochmal gleich drum kümmern. Aber ich sehe auch gerade, dass du einen Fingerabdruckscanner unter dem Display hast. Schön, ne? Hättest du auch gerne, oder? Ja, aber ich finde meiner schneller. Guck mal, wie schnell der funktioniert. Meiner schneller. 3, 2, warte doch mal. 3, 2, 1, 0. Gleich schnell. Die ja, Animation ist der Unterschied. Ich finde, also wo ich das Mi 11 Ultra genutzt habe, fand ich das nicht so oft. Ich finde den Fingerabdruckscanner irgendwie, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich bilde es mir ein bisschen schlechter sogar. Vielleicht sogar als noch bei der Vorgängergeneration, minimal. Und ich finde hier den, obwohl ich von der Position, damit bin ich ja nicht zufrieden, ich mag ihn ja lieber unterm Display, finde ich den beim Mi 11 Lite so ein Ticken schneller, einfach so eine Millisekunde. Aber ist vielleicht auch einfach nur, liegt vielleicht auch an meinem Daumen. Ich glaube auch. Also ihr habt es vielleicht gerade gesehen, währenddessen Charlie erzählt hat, dass ich die ganze Zeit das Smartphone einsperrt und nicht einen einzigen Fehlversuch habe. Guck mal, mein Saturn, wie er die ganze Zeit rauf und runter springt. Das ist doch der arme Saturn. Okay, zurück zum Display. Super Wallpapers haben wir beide übrigens. Ne? Genau, Super Wallpapers haben wir beide. Ich liebe die, aber... Zur Displaygröße würde ich gerne nochmal was loswerden. Und zwar 6,81 Zoll ist mein Display groß. Ja? Komm mal her mit deinem kleinen... Ja, Kriegen. Aber viele mögen kleinere. Was soll man mit so einem Tablet? Ich habe 6,55 Zoll. Ne? Das ist schönes, kompaktes Smartphone und so schön dünn. Ich muss noch mal kurz erwähnen. Und was mir auch übrigens noch einfällt, ich habe hier ein schönes Sometimes-On-Display, was nur 10 Sekunden lang an ist, leider Gottes, nach dem Anziehen. Genau, also das hier bleibt die ganze Zeit an, wenn ich es denn so möchte. Natürlich kann ich es auch ausschalten, aber ich habe ein Always-Always-On-Display. Ihr seht es da, es bleibt die ganze Zeit an. Das ist gut. Ist das nicht schön? So, dann können wir mal noch mal den Bildschirm zeigen hier.
Und wir können hier mal einen hellen Hintergrund anmachen. Und da sehen wir auch, dass meine Rahmen auf jeden Fall dünner sind als deine, obwohl man ja sagen muss, dass die bei Mi 11 Lite 5G schon verdammt dünn sind. Also für ein flaches Display ist das schon wirklich absolut toll. Eigentlich ist dein Punch schon ein bisschen größer geraten als meins. Also da sieht man halt schon ein bisschen die preislichen Unterschiede. Trotz alledem ist das ein richtig, richtig gutes Display. Aber ich weiß nicht, ob du in allen Belangen mithalten kannst, denn ich habe hier ein QHD-Display mit 120 Hertz. Ich habe 90 Hertz Bildwiederholungsrate, was ich schon mal gar nicht so schlecht finde, um ehrlich zu sein. Also wir haben ja auch ein AMOLED-Display im Übrigen und 90 Hertz, diese Kombination finde ich ganz geil, gefällt mir gut. Klar, du hast 120 Hertz, aber wer es braucht, ne? Und ich habe aber nur eine Full-HD-Plus-Auflösung, aber immerhin besser als 720p. Okay, bei der Preisklasse hat man auch Full-HD-Plus natürlich erwartet und das ist hier auch der Fall. Aber ich gebe offen zu, bei Mi 11 Ultra habe ich gerne mal zwischen Full-HD Plus und WQHD hin und her geschaltet und ich habe gar keine großen Unterschiede bemerkt. Nein, ne? ist tatsächlich auch so. Also wenn ihr zum Beispiel ein bisschen länger Akkulaufzeit haben wollt, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, könnt ihr hier meiner Meinung nach auch problemlos auf Full-HD Plus gehen und sieht immer noch alles super aus. Sieht übrigens auch richtig super aus, wenn man mal draußen in der gleißenden Sonne ist, denn meine Standardhelligkeit sind hier 900 Nits und ich kann bis zu 1700 Nits hell werden, dieses Display. Das ist, also das ist die Sonne, da versteckt sich die Sonne, ja? Vor dieser Helligkeit. Das ist so, also es ist, glaube ich, tatsächlich momentan das hellste Display auf dem Markt oder mit eins der hellsten auf jeden Fall. Ja, da hast du schon recht. Das Mi 11 Lite 5G hat eben 500 Nits Standard und 800 im Peak, aber es reicht trotzdem aus, um draußen im Sonnenlicht was ablesen zu können. Also ihr werdet damit auch Sachen ablesen können und ihr werdet wenigstens nicht geblendet von eurem eigenen Display. Man kann die Helligkeit übrigens runterdrehen. Also ja, es ist völlig richtig. Also das Display beim Mi 11 Lite 5G ist wirklich gut. Also für den Alltag reicht es völlig aus, aber wenn es darum geht, das bessere Display zu haben, sorry, Mi 11 Ultra umwelten. Es muss natürlich auch was auf dem Display angezeigt werden. Richtig, und nicht nur auf dem vorderen Display, fällt mir gerade ein, denn ihr seht ja, durch das zweite Mi 11 Ultra kann ich das so wunderbar zeigen. Es gibt ja noch ein hinteres Display. Hast du sowas überhaupt? Kannst du da hinten dir was anzeigen? Warte, ich dreh's mal kurz um. Ja, ich habe sogar ein großes. Netter Versuch. Nein, es gibt ja bei Mi 11 Ultra hinten noch ein kleines Display, ist 1,1 Zoll groß, ist auch ein AMOLED-Display. Da könnt ihr euch halt so ein paar Sachen anzeigen lassen. Natürlich nicht unendlich viel, aber zum Beispiel die Uhrzeit. Ihr könnt, wenn ihr Selfies macht, euch da auch selber drin sehen. So kann man ein bisschen besser zielen. Leider nicht in jedem Modus, was ein bisschen ärgerlich ist, aber jetzt fürs Start-Selfie funktioniert diese Kamera auf der Rückseite auch. Ihr könnt Benachrichtigungen euch anzeigen lassen, Batterie und so. Ist einfach ein aufgepimptes Notification-Licht im Endeffekt, aber ja, sowas hast du halt nicht. Zweites Display auf der Rückseite, sehr, sehr cooles Zusatzdisplay. Aber du wolltest irgendwas erzählen, ja, was man braucht für... Ich wollte eigentlich noch einen Übergang finden zur Software. Denn ich habe hier mein Mi 11 Lite 5G MIUI 12.0.8.0 aktuell drauf, Global-Variante, mit dem Android-Sicherheitsupdate von April 2021, also richtig schön aktuell. Und ich habe 8 GB Arbeitsspeicher, wollte ich auch mal gleich hier erwähnen. Ne? Genau, ich habe 12 GB Arbeitsspeicher, aber zur Performance kommen wir gleich. Sicherheitsupdate auch aus dem April, auch Android 11 basiertes MIUI, in diesem Fall MIUI 12.5, aber das hier ist jetzt übrigens gerade die China-Version, also da ist das eine ganz kleine Einschränkung. Da gibt es halt schon die 12.5er-Version. Wie sieht es bei Global aus? Da haben wir noch MIUI 12. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche hinteren Zahlen da kommen, aber auch so ähnlich wie Mi 11 Lite 5G. Da sind wir, also grundsätzlich sind wir da gleich auf. Ist halt beides MIUI. Wenn ihr MIUI mögt, werdet ihr die beiden Smartphones lieben. Ja. Dann könnt ihr nichts falsch machen. Wollte ich am besten beide. Genau. Fazit beendet. Also sie sind da auf jeden Fall softwaretechnisch top ausgestattet, weil wir mögen ja MIUI. Ich habe ja eben schon den Arbeitsspeicher erwähnt. 8 GB, das ist schon wirklich sehr viel, ne? Für ein 399-Euro Smartphone. Finde ich gut. Okay, 12 GB ist noch ein bisschen mehr, ne? Aber wer braucht schon 12 GB, wenn er 8 GB haben kann? Außerdem habe ich auch noch den niegelnagelneuen Snapdragon 780G als SoC hier verbaut, der übrigens auch im 5-Nanometer-Verfahren hergestellt wurde, genauso wie dieser... 888. Genau, wie der Snapdragon 888 oder 888 oder 888, wie auch immer ihr ihn nennen möchtet. Den besten Prozessor, den es momentan von Qualcomm gibt. Ja, dafür hat der 888 hier bei dir aber irgendwie Hitzeprobleme. Das nur mal so nebenbei, ne? Können wir gleich schon mal erwähnen. Im Gegensatz zum 780G. Aber dafür, mal gucken wir uns gleich die Benchmark-Werte an, ob es da noch Unterschiede gibt oder nicht. Aber wir haben auch noch internen Speicher und zwar 128 GB, beziehungsweise habe ich hier, welche Variante habe ich noch? Ich habe die 128 GB Variante mit UFS 2.2.
Ich habe 256 GB internen Speicher mit UFS 3.1 Speicher, schnellerer Speicher, mehr Speicher, besserer Speicher, deswegen brauche ich auch keine Speichererweiterung. So viel erstmal zu den Zahlen. Die nächsten Zahlen, die uns interessieren, sind natürlich die Benchmarks. Aber da will ich vorneweg erstmal sagen, wenn ihr eine Aufgabe findet, die das Mi 11 Ultra nicht schafft, also von den Apps, die man hier laufen lassen kann, ist klar, also wenn ihr jetzt Windows versucht zu installieren, sowas zählt nicht, müsst ihr erstmal mir was zeigen, was das Mi 11 Ultra nicht schafft. Wildlife Stresstest. Als Einzelaufgabe nicht schafft. Denn das spricht tatsächlich ein Thema an, was sehr lustig ist, aber irgendwie auch sehr, sehr traurig. Der Snapdragon 888 wird halt zu schnell zu heiß und dann wird er zu stark gedrosselt oder teilweise bricht er dann auch ab, wenn man bestimmte Stresstests durchlaufen lässt. Das ist richtig. Also damit hätte man eine Aufgabe gefunden. Mehrere 8K-Videos hintereinander rausrendern wird nicht funktionieren, aber alles andere könnt ihr hier wirklich bedenkenlos machen. Ihr könnt alle möglichen Spiele zocken und die Spiele werden nicht gedrosselt, muss man auch dazu sagen, weil da funktioniert das Thermalmanagement. Das ist nur in absoluten Extremtests, kriegt man das ist mal einbricht. Also ja, okay, die Anmerkung muss ich zulassen, aber grundsätzlich ist es wirklich so, egal was ihr auf diesem Smartphone macht, es läuft. Ja, da gebe ich dir zu 100% recht, aber bei mir Half-Life 5G läuft es auch gut. Da läuft auch eine Menge. Am besten vergleichen wir jetzt erstmal die Benchmark-Werte und dann kann ich ja nochmal sagen, ob es besser performt oder nicht. Aber natürlich performt es jetzt nicht besser. Aber alle Alltags-Apps funktionieren hier ohne Probleme und Games sind auch möglich. Also meiner Meinung nach braucht man gar nicht diese krasse Power hier. Aber gucken wir uns jetzt mal die Benchmark-Werte an. Genau, also das ist natürlich immer ein Thema für sich selbst. Also was ihr braucht, spiegelt natürlich niemals wider, was wir jetzt hier in unseren Tests widerspiegeln. Ihr müsst immer selber schauen, was eure Bedürfnisse sind. Wir versuchen euch einen Einblick zu geben, wozu die Smartphones grundsätzlich in der Lage sind. Da sieht man schon, dass das Mi 11 Ultra halt zu allem in der Lage ist mit über 800.000 Punkten. Aber auch das Mi 11 Lite 5G mit den 529.857 Punkten, ein wirklich sehr, sehr solider Wert ist. Und das ist ein Letztjahres-Flaggschiff-Niveau tatsächlich. Der Antutu bezieht sich ja auf den RAM und den SoC zusammen, also komplette Performance. Und da du ja 12 GB RAM hast, ist ein bisschen unfair. Deswegen würde ich gerne mal den Geekbench 5 Benchmark-Wert jetzt vergleichen. Denn dieser bezieht sich nur auf den SoC. Und wer weiß, vielleicht kann ich dich ja da schlagen. Davon gehe ich nicht aus, aber mal gucken, wie gut du mithalten kannst. Und also da ist natürlich schon ein deutlicher Abstand zu sehen. Beim Single-Core-Score performt das Mi 11 Ultra halt genau da, wo man den Snapdragon 888 erwartet, mit 1134 Punkten im Single-Core-Score und 3665 Punkten im Multicore-Score. Teilweise können die Werte leicht variieren, je nachdem, wie oft ihr diese Tests durchlaufen lässt. Aber das ist so ungefähr das, was man bei diesem Prozessor auch erwarten kann. Aber dann haben wir auch noch andere Benchmark durchlaufen lassen. Vielleicht gewinne ich ja da. Und zwar den PCMark Battery Test haben wir durchlaufen lassen. Und da bin ich mal mega gespannt, ob ich hier gewinne mit meinem super duper Akku. Man muss dazu sagen, dass bei Mi 11 Ultra, da muss ich es jetzt schon ein bisschen in Schutz nehmen vorher, alles auf maximalen Funktionen gelaufen ist. Also QHD-Auflösung, 120 Hertz. Gut, die Helligkeit war auf 50% gedreht, damit wir da wenigstens einen stabilen Wert haben, was nicht ständig variiert. Und ich habe nur, trotz dieses recht dicken Smartphones, 5000 mAh verbaut. Deswegen ist der Wert, der jetzt hier rauskommt, nicht der beste. Ich habe ein dünnes Smartphone und deswegen auch nur leider 4250 mAh. Hätte dieses Smartphone auch noch 5000, wäre es richtig geil. Leider gibt es nur 4250 und das ist natürlich nicht der beste Akkuwert, aber wir haben ja hier MIUI, was schön energieeffizient ist, ein 5-Nanometer-Prozessor. Schauen wir mal. Also mein Battery-Test hat 13 Stunden und 17 Minuten ausgespuckt, wohingegen das Mi 11 Ultra hier nur mickrige 9 Stunden und 42 Minuten hat. Okay, wie gesagt, du hast WQHD+, ich habe Full HD+, 90 Hertz, du mit 120 Hertz aktiviert. Aber dennoch, was mir bei Mi 11 Ultra beispielsweise auch im Test aufgefallen ist, dass ich eben nicht so ganz zufrieden bin mit der Akkulaufzeit. Bei Mi 11 Lite 5G schafft man wenigstens den Tag. Man kommt nicht viel darüber hinaus, wenn man das Smartphone gerne öfters nutzt, wie es bei mir jetzt der Fall war. Wenn man das Smartphone natürlich nicht so oft nutzt, dann schafft man natürlich mehr und dann kann man auch anderthalb Tage schaffen, vielleicht gerade noch so. Aber also ich kam nicht wirklich über den Tag hinaus, auch wenn die Zahl vielleicht im Vergleich zu anderen PC-Mark-Battery-Tests, die wir bei anderen Smartphones hatten, vielleicht gar nicht mal so schlecht klingt. Aber ich kam nicht über den Tag hinaus und habe es nicht auf anderthalb Tage geschafft. Ja, also es ist auf jeden Fall enttäuschend, dass das Mi 11 Ultra auf maximaler Performance, und deswegen holt man sich ja das Smartphone, halt einen Tag nicht bequem schafft, sondern eigentlich ist eine Zwischenladung Pflicht.
Zwischenladen geht übrigens sehr, sehr gut. Mit 67 Watt kabelgebunden. Mit 67 Watt kabelloses Laden. Ich glaube, kabelloses Laden ist bei Mi 11 Lite 5G leider ein Fremdwort. Leider ja, das regt mich wirklich auf. Das müsste hier für fast 400 Euro drin sein eigentlich. Und das kabelgebundene Laden ist ja mit 33 Watt jetzt auch nicht das schnellste. Dafür ist mein Akku so klein, dass es ganz schnell geht. Das stimmt natürlich auch, aber das geht hier trotzdem schneller mit 67 Watt. Ich muss aber halt sagen, es ist wirklich schade, dass man eigentlich bestimmte Sachen runterdrehen muss, egal jetzt, ob die 120 Hertz auf 60 Hertz runterdrehen. Auf 90 Hertz kann ich es gar nicht runterdrehen in der Software. Ich kann dann nur von 120 auf 60 Hertz gehen. Und ich müsste eigentlich auch die Auflösung runterdrehen, damit ich bequem durch einen Tag komme. Und das ist nicht in Ordnung, denn dafür hole ich mir nicht das Ultra. Da will ich alles nutzen können. Deswegen, Akku geht ganz klar an dich. Genau, und was auch vielleicht an mich geht, ist der Sound der Lautsprecher. Für euch mal gucken, ich bin gespannt. Lasst uns doch mal reinhören, oder? Beginnen wir am besten mit dem Gewinner, und zwar mit dem Mi 11 Lite 5G. Lasst uns mal reinhören. Dual Speaker, ne? Man hört das aus der Hörmuschel. Ist okay. Und jetzt will ich doch mal sagen, das Mi 11 Ultra mit den Harman Kardon Lautsprechern, mal schauen, wie das sich so dagegen stemmen kann. Oh, das ist meins wieder angegangen. Mi 11 Ultra setzt dran. Mi 11 Lite, du musst jetzt mal ruhig sein. Psst. So, los geht's. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. Ja, also meiner Meinung nach geht Punkt ganz klar ans Mi 11 Lite 5G. Nee, ganz klar ans Mi 11 Ultra. Aber ich finde es jetzt auch gar nicht so einen extrem krassen Unterschied. Also jetzt, das muss also ich auch zugeben, ja. Irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob als privater Nutzer, ob mich das jetzt so krass stören würde, dass ich nicht die geilen Lautsprecher aus dem Mi 11 Ultra habe, ob mir vielleicht persönlich sogar die Lautsprecher aus dem Mi 11 Lite 5G reichen würden. Aber schließlich zahlt man auch den dreifachen Preis, dann will ich auch dreimal so gute Lautsprecher haben und dreimal so gut sind sie nicht. Was aber vielleicht dreimal so gut ist, sind die drei Kameras auf der Rückseite. Top Übergang mal wieder hier. Genau, denn da habe ich das Beste vom Besten. Also wenn es tatsächlich um Kamerasensoren geht, nicht wenn es um Zahlen geht. Da gibt es Smartphones, die haben höhere Zahlen, die sie hier anbieten können. Aber ich habe eine 50 Megapixel Hauptkamera, eine 48 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 48 Megapixel Telekamera mit einem fünffach optischen Zoom hier verbaut. Und jetzt kommst du. Ja, du hast aber keine 48 Megapixel Makrosensor, ne? Den hast du nicht. Nee, das habe ich nicht. Ja, siehst du, hast du anscheinend gar keinen Makromodus, aber ja. Da können wir gleich drüber sprechen. Ich kann aber Makrobilder machen. Was schon mal ganz gut ist, dass wir beide keinen Tiefensensor haben, aber ich habe wie erwähnt einen Makrosensor und zwar 5 Megapixel. Vielleicht schlage ich dich da ja sogar. Ich bin mega gespannt. Gucken wir uns gleich an. Aber ich habe auch noch einen 8 Megapixel Ultraweitwinkel-Objektiv und eine 64 Megapixel große Hauptkamera. Das sind einfach mal 14 Megapixel mehr als bei so einem 1200 Euro Smartphone. Ja, wir wissen ja, Pixel sind nicht alles, sondern das, was man aus dem Pixel macht, ne, die Technik macht's, nicht die Größe. Schauen wir mal. Auf der Front haben wir übrigens auch noch eine Kamera verbaut, bei beiden 20 Megapixel Kamera. Jetzt bin ich mal riesig gespannt, ob mein Mi 11 Lite für 399 Euro gegen das 1200 Euro Smartphone gewinnt in der Disziplin Fotos und Videos. Lass uns doch einfach mal genau angucken. Wir beginnen mit der Ultraweitwinkelkamera, ne? Hier. Wie könnte es anders sein? Wie könnte es anders sein? Ich würde sagen, ich habe ganz klar hier gewonnen. Nein. Also bei der Ultraweitwinkel, tut mir leid, da muss ich dir direkt mal einen Stock in die Speichen stecken. Zum Glück, nee, egal, ja. Metaphorisch gesprochen. Also, ich finde mein Foto so viel schöner von den Farben, von dem Dynamikumfang, von allem. Weiter, ist auch weiter, ne? Du hast auf jeden Fall hier so krass weiten Blickwinkel. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich finde trotzdem für eine 8 Megapixel Ultraweitwinkel Kamera ist das jetzt hier nicht schlecht. Aber gewinnt halt nicht gegen diese 48 Megapixel Kamera. Genau, diese 48 Megapixel werden übrigens wieder per Pixelbinding zu einem 12 Megapixel Bild zusammengefügt. Also lasst euch da nicht irritieren.
Das stimmt. Aber trotzdem, 12 Megapixel gegen 8 Megapixel, und das sieht man irgendwie auch, finde ich, sogar. Auch von der Schärfe her. Auch von an den Seiten auch, finde ich es auch. Also Ultraweitwinkel ganz klar beim Mi 11 Ultra. Dann gehen wir mal zur Hauptkamera. Und da haben wir einen 50-Megapixel-Sensor beim Mi 11 Ultra und einen 64-Megapixel-Sensor beim Mi 11 Lite 5G. Das heißt, du hast auch ein 16-Megapixel-Bild, was wir jetzt anschauen, bei mir ein 12-Megapixel-Bild, weil das Pixel-Binning genau das bewirkt. 16-Megapixel beim Mi 11 Lite 5G und beim Mi 11 Ultra sind das eben 12-Megapixel, die hier am Ende bei rauskommen. Das heißt, rein theoretisch müsstest du einen Schärfe-Vorteil haben, hast du aber nicht. Ich finde die beiden Bilder total vergleichbar, um ganz ehrlich zu sein. Sie sind minimal in der Helligkeit unterschiedlich, aber ansonsten sind sie absolut vergleichbar. Ja, ich möchte es kurz nochmal erwähnen, ne? Das günstigste Mi 11, finde ich, macht beim Automatikfoto, Hauptkamera, ähnliches Bild wie das Mi 11 Ultra für 1.200 €. Ne? Da habe ich eigentlich fast gewonnen. Da bist du gleich auf. Wo du aber nicht gleich auf sein wirst, ist bei den Zoom. Denn ich habe hier einen fünffach optischen Zoom. Wir waren natürlich auch so gemein und haben das Mi 11 Lite 5G direkt mit dem fünffach Zoom gegen das Mi 11 Ultra antreten lassen. Und der optische Zoom, ich möchte sagen, zerschmettert das Mi 11 Lite 5G hier. Also es ist natürlich... Ja, das stimmt. Digitaler Zoom gegen optischen Zoom und der digitale Zoom von Mi 11 Lite 5G hat natürlich verloren. Ich habe halt keine Telefotokamera hier verbaut. Hast recht, hast gewonnen. Aber wir können auch zehnfach heranzoomen und da gewinnt auch das Ultra. Genau. Hier ist es natürlich jetzt auch ein sogenannter Hybrid-Zoom, also im Endeffekt ein digitaler Zoom auf dem fünffach Periskop-Kamerasensor. Wie gesagt, auch 48 Megapixel, deswegen 12 Megapixel Bild. Ich glaube, wir müssen es gar nicht mehr wiederholen. Ihr wisst es schon. Ist hier auch der Fall. Und es sieht natürlich viel, viel besser aus als das, was das Mi 11 Lite 5G produzieren kann. Also ich glaube, die Zoom-Kategorie geht mit großem Abstand an das Mi 11 Ultra. Das Mi 11 Lite kann maximal 10-fach digital heranzoomen und das Ultra sogar 120-fach, mal so nebenbei erwähnt. Also genau. Thema Zoom auf alle Fälle hat das Ultra gewonnen, wahrscheinlich bei anderen Themen auch, aber kommen wir jetzt gleich zu. Und zwar können wir nämlich auch noch Menschen fotografieren. Oh Wunder, oh Wunder. Da streikt das Smartphone nicht, sondern sagt, okay, mache ich ein Foto. Obwohl, wenn man ein Foto von mir macht, kann das manchmal passieren, aber das ist ein Spezialfall, den beachten wir jetzt hier mal nicht. Genau, hier hat es zum Glück funktioniert, nach dem 10. Mal knipsen. Nein, Spaß beiseite, das hat natürlich funktioniert, ganz easy. Und ich persönlich, also wir sehen extrem, aber wenn man direkt darauf achtet, farbliche Unterschiede auf jeden Fall. Vor allem bei der Jacke finde ich es extrem mehr und ich finde auch, dass das Mi 11 Lite 5G so ein bisschen gesättigter ist bei den Farben Rot zum Beispiel, bei Farbe Grün würde ich es auch sagen, wobei das Ultra ein bisschen heller ist und dadurch auch ein paar mehr Details aufnimmt. Und was die Farben insgesamt angeht, würde ich sagen, das Mi 11 Ultra ist hier einfach natürlicher. Und daher geht dann eigentlich der Punkt ans Mi 11 Ultra, weil eben hier die echten Farben wiedergegeben werden, wohingegen im Mi 11 Lite 5G auch ohne AI-Modus die Farben so ein bisschen ticken unnatürlicher sind. Aber trotzdem, ja, finde ich, ist es ein sehr, sehr respektables Bild, was das Mi 11 Lite 5G hier abliefert. Wir können natürlich dann auch noch den Porträt-Effekt aktivieren. Und da gehen sie beide ein bisschen anders ran. Das Ultra sagt, ich zoome ran. Hier wird aber übrigens nicht die Zoom-Kamera benutzt, sondern es ist ein digitaler Zoom, der so zwischen zwei- und dreifachem Zoom anzusiedeln ist. Der wird hier verwendet. Aber wir haben gesagt, okay, wir wollen trotzdem mit gleichem Abstand fotografieren. Deswegen seht ihr hier halt auch so ein bisschen diesen unterschiedlichen Zoom. Vom Cutout her sind sie aber beide sehr, sehr respektabel. Also da machen sie beide wirklich einen sehr, sehr guten Job. Ich persönlich finde die Farben beim Mi 11 Ultra einfach ein bisschen natürlicher, wie du eben auch schon gesagt hast, und deswegen auch passender. Trotzdem macht das Mi 11 Lite 5G hier einen sehr, sehr guten Job. Sehe ich genauso. Und das Gleiche können wir auch mit der Frontkamera nämlich machen. Also erstmal ein normales Selfie schießen und dann auch im Porträtmodus ein Selfie schießen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal zum normalen Selfie. Da finde ich, dass sie sich ziemlich ähnlich sind, was auch von der Hardware her auch hinhauen würde. Beide haben 20 Megapixel Frontkamera. Und ich bin positiv überrascht, dass man mit dem günstigsten Mi 11 sozusagen, also Mi 11 Lite, Selfies machen kann, wie mit dem teuren Mi 11 Ultra. Das kann ich immer wieder nur erwähnen, weil das auch der einzige Punkt ist, wo ich wirklich so krass gewinne beim Preis. Ja, aber ich finde es wirklich auch sehr respektabel und ich finde das Selfie sogar besser beim Mi 11 Lite 5G, weil ich finde das Mi 11 Ultra hier fast einen Ticken zu hell. Also es ist natürlich auch ein bisschen persönliche Präferenz. Mir gefällt das Lite in diesem Fall tatsächlich besser als das Ultra. Die Frage ist, ist das auch beim Porträt-Effekt so? Ja, ist das ja. Aber die Veränderungen sind jetzt wirklich nur durch die Unschärfe im Hintergrund und die sind absolut gleichzusetzen zwischen den beiden Smartphones. Selbst der Cutout bei der Brille hat sehr gut funktioniert, was ja immer eine schwierige Disziplin ist, ohne Tiefensensor. Also
Ja, also wiederum würde ich sagen, persönliche Präferenz, mir gefällt das Mi 11 Lite 5G hier besser. Man kann aber nicht nur Aufnahmen von ein bisschen weiter weg machen, sondern auch von ganz nah dran. Denn ich habe hier bei Mi 11 Lite 5G eine 5-Megapixel-Makrokamera verbaut. Du hingegen hast gar keine Makrokamera verbaut bei Mi 11 Ultra. Korrekt. Marco kann nur trotzdem aber den Makromodus aktivieren, aber dann wird eben nur die Ultraweitwinkelkamera dafür genutzt. Und unserer Meinung nach ist es das falsche Objektiv, was sie dort nutzen, denn man kommt überhaupt gar nicht nah dran. Und da verliert ganz klar, meiner Meinung nach, das Mi 11 Ultra gegen das Mi 11 Lite mit einem richtigen Makromodus oder mit seiner richtigen Makrokamera, weil man da schön nah ran kann. Alles sieht schön aus. Ganz klar auf jeden Fall gewonnen. Aber wenn man unseren Trick benutzt, den wir, glaube ich, haben wir schon erwähnt in irgendeinem Video, vielleicht, wenn nicht, erwähnen wir ihn noch. Und zwar, wenn man die Telekamera bzw. die Periskopkamera nutzt, den fünffachen optischen Zoom als Makrokamera sozusagen, dann kommt man an einem ungefähr, oder man bekommt ein ungefähr gleiches Ergebnis wie beim Mi 11 Lite 5G mit der richtigen Makrokamera sozusagen. Ich finde sogar farblich das Mi 11 Ultra hier sogar noch ein bisschen schöner, aber an sich ähneln die sich dann sehr gut. Ja, absolut. Obwohl man sagen muss, das Mi 11 Lite 5G macht hier wirklich einen guten Job bei Makrobildern. Es ist mehr im Fokus als beim Ultra. Und das ist natürlich auch immer so eine Herausforderung. Das liegt natürlich auch an den großen Sensoren, die wir hier verbaut haben. Das werden wir auch gleich noch im Nachtmodus sehen, welchen Effekt große Sensoren haben. Aber genau, im normalen Makromodus kann ich nicht mithalten, aber im Zoom-Modus kann ich dann wenigstens ähnliche Bilder produzieren wie du. Und der angesprochene Nachtmodus ist jetzt die letzte Disziplin, wenn es um die Fotos geht. Und dort sieht man auf jeden Fall schon mal erst bei den Automatikmodus, dass das Mi 11 Ultra wirklich eine natürliche Unschärfe in dem Hintergrund erzeugt. Also das ist jetzt kein Porträteffekt oder ähnliches, sondern es ist wirklich eine Unschärfe, die durch die Größe des Sensors, durch das Objektiv zustande kommt. Und das finde ich schon mal sehr, sehr toll. Das sieht halt nicht mehr einfach nach Handyfoto aus, sondern sieht wirklich schon nach einer Profikamera aus. Man merkt aber auch hier, obwohl das der Automatikmodus ist und wir ausgeschaltet haben, dass der Nachtmodus sich automatisch aktiviert, dass das Bild beim Ultra deutlich stärker aufgehellt wird als beim Lite. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht gut, weil wir wollten das ja aushaben. Beim Lite funktioniert das, da kann man den Modus deaktivieren und der ist auch deaktiviert. Man hat deswegen ein dunkleres Bild. Ist auf jeden Fall Geschmackssache. Mir persönlich gefällt das Lite hier wiederum besser. Und man kann aber dann natürlich auch den Nachtmodus aktivieren. Und dort fand ich persönlich dann das Mi 11 Ultra Bild besser, aber auch nur wegen der natürlichen Tiefenunschärfe, die mir halt einfach viel, viel besser gefällt. Aber das ist ja im Endeffekt nicht abhängig vom Nachtmodus. Aber ansonsten hat das Mi 11 Lite den Job richtig, richtig gut gemacht. Und ich würde sagen, entweder mindestens gleich auf oder vielleicht sogar das Mi 11 Lite ein Ticken besser, weil es wirklich auch nochmal alles schön nachgeschärft hat. Die Farben haben mir gut gefallen. Also ich würde da gar keinen wirklichen expliziten Gewinner, gerade aktuell, was Fotos angeht, auf jeden Fall dort treffen können. Genau, also grundsätzlich, bevor wir zu den Videos kommen, können wir ja ganz kurz zu den Fotos nochmal was sagen. Bei den Fotos hält das Mi 11 Lite 5G wirklich fantastisch mit. Klar, beim Zoom braucht man nicht drum rumreden, gewinnt das Ultra um Längen. Aber ansonsten ist es Lite gleich auf oder nur kurz dahinter, manchmal sogar kurz vor dem Ultra. Also daher, außer Ultraweitwinkel, da gewinnt auf jeden Fall ganz klar die Ultra. Das Ultra, Smartphone, meine Güte. Genau, also bei Ultraweitwinkel und Zoom-Kamera, wo das Ultra dem Lite überlegen ist, aber im Rest hält es wirklich gut mit. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal die Videos an. Vielleicht gewinnt da das Mi 11 Lite ja auch. Von den Specs her wird es aber schwierig, denn ich kann 8K-Videos aufnehmen und die laufen flüssig. Es gibt sogar eine Stabilisierung bei 8K, aber um es jetzt nicht zu unfair zu machen, haben wir gesagt, okay, wir vergleichen jetzt ab 4K 30 FPS, weil das ist das, was das Lite auch schafft. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Persönlich finde ich, dass das Mi 11 Lite 5G bei der Disziplin 4K 30 gar keinen schlechten Job macht, auch von der Stabilisierung her. Und das, obwohl ich hier nur ein EIS, also eine elektronische Stabilisierung habe und bei Mi 11 Ultra ja sogar eine optische Stabilisierung mit am Start ist. Dennoch ist das Mi 11 Lite einfach zu hell. Man sieht es dann auch in den Wolken, dass es sogar ein bisschen überbelichtet ist beim Himmel. Von der Gesamtkomposition her gewinnt auf jeden Fall ganz klar das Mi 11 Ultra, auch von der Lichtanpassung eben, auch von den Farben finde ich das auch dann dadurch besser. Ich finde die Stabilisierung auch vielleicht sogar einen Ticken besser durch die optische Bildstabilisierung. Wir haben hier bei Mi 11 Ultra sogar einen Laser-Autofokus, also der Autofokus ist auch nochmal besser. Also da will ich jetzt nicht sagen, dass hier das Mi 11 Lite 5G gewinnt, dann müssen wir schon ehrlich sein, da gewinnt das Ultra dann doch schon beim Thema Videos. Wir können ja auch ein HDR 10 Plus aktivieren auch noch und so weiter und so fort, das, was wir beim Lite gar nicht können. Wir können aber dann bei beiden eine Stabilisierung aktivieren. Dann geht es in 1080p nur noch das Video. Aber man hat dann halt bei beiden eine wirklich sehr, sehr gute Stabilisierung. Und da nehmen sie sich jetzt von der Stabilisierung her nicht mehr wirklich viel.
Ich finde, dass das Ultra hier ein bisschen besseren Job wiederum macht, was so die Belichtung angeht. Das ist beim Lite nicht ganz so gelungen, aber ich finde trotzdem, dass sich das Lite hier sehr respektabel schlägt. Genau, was wir hier auch sehen können, ist, dass Lite bei der aktivierten Stabilisierung dann auch ein bisschen dunkler wird und dadurch finde ich dann das Bild insgesamt auch nochmal ein bisschen schöner als die 4K30-Version bei Mi 11 Lite 5G. Jetzt habt ihr alle Fotos und Videos gesehen und unsere Meinung ebenfalls. Dennoch können wir es ja nochmal kurz zusammenfassen. Das Mi 11 Ultra gewinnt natürlich, wenn man es jetzt irgendwie einfach mal objektiv sieht. Aber subjektiv hat mein Mi 11 Lite 5G gewonnen. Nein, aber auch objektiv, finde ich, hat es sich gar nicht so schlecht geschlagen. Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass man bei den Kameras merkt, dass dein Smartphone 1000 Euro teurer ist. Ne? Aber der Preis ist auch hart hier global gesehen, wenn man nämlich die China-Variante nehmen würde, also die Variante hier, die schwarze, die kostet ja auch gerade mal, ich glaube, nur 800 Euro oder sowas. Genau, also glaube ich sogar unter 800 Euro ja, bekommt ne? ihr die, wenn ihr die importiert und ihr habt keine Nachteile, außer die Sprache, die ist auf Englisch, aber alle Bänder habt ihr hier trotzdem drin, ganz normal. Und das Netzteil müsstet ihr noch mit dazu euch besorgen, das ist standardmäßig jetzt nicht mit dabei, aber das kriegt ihr für 30 Euro oder sowas in dem Dreh, kriegt ihr ein Netzteil, was das hier mit den 67 Watt versorgt, also das ist überhaupt gar kein Thema und ihr müsstet halt mit der englischen Sprache leben oder beziehungsweise ihr müsstet das flashen, aber das ist gar nicht so kompliziert. Und da könnt ihr natürlich dann gut Geld sparen, das heißt auf einmal kostet das Mi 11 Ultra nur noch zweimal so viel wie das Lite, trotz alledem kostet es zweimal so viel und jetzt muss man sich einfach überlegen, ist das Ultra doppelt so gut wie das Lite? Wahrscheinlich nicht. Schwierige Frage eigentlich, ne? Da kommen wir auch direkt zum Fazit einfach mal. Ist es doppelt so gut wie das Lite? Also was auf jeden Fall der größte Unterschied ist, findet man bei der Disziplin Größe, Gewicht, Verarbeitung, bla, weil wir hier einfach mal das dünnste Smartphone ja wie gesagt haben und hier eher so das dickste Smartphone, auch vom Gewicht her krasser Unterschied, 159 Gramm, 234 Gramm. Das ist auf jeden Fall der größte Unterschied, auf alle Fälle. Davon kann man auch schon mal abhängig machen, ob man überhaupt das Ultra haben möchte oder das Lite, ob man lieber ein leichteres und dünnes oder lieber ein größeres bzw. schwereres Smartphone haben möchte. Von der Performance her würde ich fast sagen, dass die 0815-User gar keinen so krass großen Unterschied merken werden. Aber die Gamer und Zocker unter euch natürlich, die werden dann eher das präferieren. Ihr habt hier bei Mi 11 Ultra aber ein zweites Display auf der Rückseite, was ich ja ganz geil finde und irgendwie auch praktisch mittlerweile. Am Ende des Tages aber oftmals nur ein Gimmick ist. Genau, aber von daher ist es auf jeden Fall doppelt so gut wie das Mi 11. Das hat zwei Displays. Ja, genau, richtig. Und Thema Akku. Naja, aber da konnte das Ultra jetzt auch nicht unbedingt glänzen. Also ich glaube, und deswegen, dieser Vergleich ist ja auch nicht ganz so ernst zu nehmen wie unsere anderen Vergleiche. Es kommt natürlich ganz stark zum einen auf euren Geldbeutel an und zum anderen, was ihr halt wirklich in einem Smartphone unbedingt haben wollt. Ich glaube aber, dass das Mi 11 Lite 5G so ein gutes Gesamtpaket aus Leistung, Verarbeitung, diesem federleichten Smartphone und halt den Preis liefert, dass es schwer ist, für das Ultra zu argumentieren, obwohl ich das Ultra mega geil finde. Ja. Und rein objektiv gesehen von den Hardware-Specs her gewinnt auch das Ultra. Natürlich, also, da brauchen wir nicht. Das war von vornherein allen klar, ja, oder? Nur nochmal so kurze Zwischenfrage. Genau, aber ich glaube, wenn ich jetzt meinen Geldbeutel so angucke, würde ich auch lieber zu Mi 11 Lite 5G greifen, weil ich dann da auch irgendwie alles drin habe, was ich persönlich brauche und dann sogar noch ein leichtes und ein dünnes Smartphone habe. Jetzt ist es interessant, was ihr denkt. Deswegen seid so lieb, schreibt es unten in die Kommentare, sagt uns, ob ihr zwei Displays unbedingt haben möchtet oder ein Smartphone, das ihr auch irgendwo in einem Stapel Papier verstecken könnt, dass es überhaupt nicht auffällt. Genau, und auf dem Weg nach unten könnt ihr auch einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da lassen und abonnieren bitte nicht vergessen, dann verpasst ihr die wunderschönen nächsten Videos nicht, die wir so raushauen werden und ich sag's euch, da gibt's eine Menge geile Videos noch, die kommen werden. Ansonsten, macht's gut. Bis dann. Phew.